Herzlich willkommen zur weiteren Folge auf der Karte auf diesem Marsch. Wir haben gerade Feld Nummer 13 fertig mit der Aussaat Hopfen und fahren jetzt den Traktor zurück zum Hof. In der Hoffnung, dass wir da ankommen. Ne? Wir sehen gerade Kartoffel auf Feld Nummer 18 aus. Hoffe, das läuft rund. Sieht so aus. Wir haben den Hof ein bisschen gestaltet noch, wir haben ein paar Hallen zugesetzt. Für unsere Fahrzeuge. Schweinestall dazu gebaut. Können wir uns hier noch die Kühe versorgen übrigens. Also da suche ich gerade Fahrzeug, also wir werden auch gleich düngen. Vielleicht klappt schon düngen. Auch wenn es nicht klappen würde, wir können ja vorbereiten. Feld 25, also die Wiese düngen. Die 12 ist fertig, 13 muss auch noch hin, also können wir im Prinzip zwei Maschinen nehmen. Das heißt, abkuppeln, alles umrüsten auf Pflegebereifung und Dünger rein. Denn mit Breitreifen und dicken Keulen, da wird nichts hier. Das heißt, umrüsten und Dünger rein. Reparatur ist nicht notwendig. So. Also kein Aufbau. Pflegebereifung. Gut. Dann brauchen wir noch den Traktor. Und dann können wir auch. Dann können wir auch reparieren. Geht da keine Pflegebereifung? Das wäre schlecht. Das wäre ganz schlecht. Das ist denn blöd. Nee. Dann müssen wir da was einfallen lassen. Da haben wir ein Problem. Mach mich wurschig und wackel hier. Dann stellen wir den Traktor mal hin zur Waschanlage. Beziehungsweise eine andere Sämaschine, denn die können wir theoretisch mit arbeiten. Das geht ja. Aber mit dem können wir nichts, keine Düngeaufgaben erledigen. Schlichtweg zu gefährlich. Beziehungsweise nicht ratsam. Das heißt, hier brauchen wir noch einen Traktor. Doch das Original nehmen. Pflegebereifung. So, wir haben zwei Maschinen. Kahlschreuer können wir kalt drin lassen. Da brauchen wir keine rein. Brauchen wir Gewicht? Und für Düngen eigentlich nicht.
dann können wir gleich unsere Mehltechnik mitnehmen, und zwar zumindest das Mähen, also das wäre so rum, müsste eigentlich gehen. Wenn die alten Gerätschaften kennen. Gleich. Die können nämlich auch schwatten. Das heißt, mähen und schwatten und gleichzeitig hinterher Ballen pressen. Ein extra Gerät, ein extra Traktor. So, dann können wir den gleich in die Halle reinfahren. Auch wenn die Halle nicht so hoch ist, so tief ist. Die offene Halle. Wie, fertig. Die Milchkartoffeln fertig. Das wäre aber sehr schön. Ah, die Höhe passt. Viel Luft. So. Wir haben aktuell hinten aktiviert. Vorne. Abhängen. Ich wollte noch für 17 kaufen und da Rüben einbauen. Anbauen. Gucken, was hier gerade fertig ist. Ja, sehr gut. Das Tor ist nicht richtig, ne? Das hatte ich mir gerade so gedacht. Wo ich stutzig wurde, oh, warum fängt er vorne an? Ach so, ich habe verkehrten Punkt angegeben für. Er hat nun am Rand fertig gemacht, aber in der Mitte nicht. Er sollte nämlich in der Mitte zuerst machen und zum Schluss am Rand. Gut. Mein Fehler. Müssen wir eigentlich aufpassen zum Schluss, dass wir nicht außen normal machen, wäre Blödsinn. So, 12 km/h brauchen wir eine Weile für. Jo, 1 Stunde 40. Und wir werden auch Sarg gut nachholen müssen. So. Wir müssen noch einiges. Außen geht Sirene. Düngen vorbereiten. Glaubt, diese Hallen bringen auch Geld ein. So, wo hat das wohl? Steht ja am. An der Werkstatt. Was mich hier stört, ist, dass halt der Stromkasten mittendrin ist. Aber wahrscheinlich, wenn wir den drehen. Oder auch nicht, weil ich möchte ja von vorne so kommen. So, aber kein Kalk. Aber Dünger. Den werden wir hinfahren auf Feld Nummer 1. Dann werden wir gleich den zweiten nehmen. Ebenfalls. Die beiden Teile vom Main mitnehmen. Das Vorderteil und Hinterteil. Weil er braucht eine Weile, um voll zu werden.
Wir haben auch nicht geschafft, die Kühe zu versorgen. Aber keine Panik, ein bisschen Futter haben sie noch gehabt. Sollte für heute noch ganz reichen. Also spätestens zur Nacht dann auch mal versorgen werden. Ich glaube, wir werden die Wiesen auch noch mal düngen. So langsam aber sicher kriegen wir hier das System rein. So, vorne. Und dann mal kurz umdrehen. Pulli auf hinteren Teil wechseln. Oh, jetzt seht nichts. Aber gleich. Dünger 15.000, naja, war ja ein Schnäppchen. Nehmen wir gleich den nächsten Düngersteuer, den grünen. Ich hab's einfach bunt gewählt, einfach so. Den hellen habe ich für Kalk genommen, also eigentlich von der Logik her. Weil meistens, die werden nicht ganz leer bei der Arbeit und dann möchte nicht die Big Bags überall rumzuliegen haben. Das sieht mal ein bisschen unschön aus. So, den Steuer umrüsten. So, innen drinne im Rüst zwar nicht um, der Traktor ist auch heile, das ist nagelneu. So, wieso hat er keinen Aufbau? Gut. Gehen wir gleich auf den nächsten Traktor und fahren auf Feld 1. So ein bisschen laufen. Und Deckel zu. Ja, der ist voll. So ist richtig, mit Pflegebereifung, weil wäre ja Katastrophe, wenn wir uns schon eine Spur reinfahren würden. Wobei Cosplay, wenn er Cosplay halt macht, ist nicht so tragisch. Da gibt es keinen Schaden, aber den Objekt, wo ich alleine fahre, gibt schon Schaden. Ein bisschen Gas geben. So, ne, das wollen wir nicht, ne? Aufklappen. Dünger brauchen wir, kein Kalk. Wenn wir andersrum anfahren würden, wird es besser aussehen. Gut, was macht unser Kartoffelhandy? Das sieht im Grunde ganz gut aus. Tau und Temperaturen. Die Luft wärmer, das war gut. Was sagt Wetterbericht? Tja, Kartoffeln rein theoretisch geht schon. Fruchtfolge machen wir später. Können wir die zweite Mal ansehen.
Was mich hier Sorge bereitet ist, dass man keinen, also heute, früher Ende gibt es Regen, okay, wahrscheinlich. Wachstumsstufen, wie sind da raus? So, im Wachstum. Gepflanzt. Bei Mais bin ich mir noch ganz unsicher. Da rechne ich ganz stark, dass da verdorrt erscheint. So, Gras. Ich wollte gucken, wie weit Gras ist. Gras ist auch im Wachstum. Wenn gelb wäre, würde ich sagen, okay, wir können mähen. Zumindest auf der 27. Apropos 27. Wir gehen auf diesem hin, 27. Gucken, wie es aussehen würde, ausschauen würde. Da oben ist da die Ecke und vorne anfangen. Vorne ist das Shop, das ist die 21. Und hier wäre die 27. Dann mal gucken, ob wir hier die Maschinen kaufen. Da kommen wir nicht. Ich wollte mal schauen. Ein Ballenlager können wir auch noch brauchen. Aber ich wollte mal schauen. Heutrocknung wäre eine gute Option. Ja, hier Mehlfabrik ist ein bisschen, also eine Mühle ist Mühle. Ja, Pelletsfabrik. Da kann man auch Stroh mitmachen. Das braucht Paletten. Ich möchte eigentlich zuerst Paletten herstellen. Sägewerk. Das ist der Hof. Ja, warum kann ich dann erst auf einem anderen Feld, wenn ich doch woanders bin? Das ist ja ein Riesengeschoss, oder? Eingang ist da oben. Muss man drehen. Oben links ist ein Eingang. Und unten rechts. Das können wir uns alle an der Straße orientieren, um ein bisschen. Weil dann können wir nämlich genau die Flucht annehmen. In etwa. Da oben wäre ein Eingang und unten rechts. Das würde gehen. Dieser Laternenfall und da oben auch noch einer. Dann wäre hier dicht dran. Oder mittig, das ist ein bisschen. Oh, steht. Neue Augenschaft. Ey, ein Zaun. Oh, endlich Bahn. Hackschnitzel, ja, das ist gut. Aber glaube ich so schnell. Okay, wir sind Platz, das ist okay. Hätte vielleicht ein bisschen weiter abgehen können von der Straße. Aber das passt schon so. Hier kommen dann die Paletten, also die Holzbretter und dann brauchen wir Holz. Bäume. Oh, Zeit. Viele Bäume brauchen wir.
Und hier kann man auch noch fahren. Gut, dann fährt das Stückchen Wiese auch weg. Sägewerk steht. Kartoffeln oder meine Kartoffeln? So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gehen sein. Danke fürs Reinschauen. Hoffe, es hat gefallen. Wenn nicht, Bemerkungen gerne kommentieren. Dann seid mal tschüss und wir gewinke. Vielleicht sieht man sich morgen wieder. Ciao, tschüss.